So, und damit auch bei mir hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark mit dem Danger. Hallo! Ja, die Folge wird leider etwas kürzer. Wenn ihr die volle Länge sehen wollt, dann guckt beim Danger, weil bei mir hat sich eben aufgrund vorheriger Tests das ganze System aufgehängt. Jo. Ja, Benchmarken ist das eine, dann na, über stabil rausgehen und nicht wieder zurückdrehen. Memo an mich, lass es. Oh hey, das war der Härtetest. Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich, 1510 MHz leider nicht stabil krieg. Aber du schraubst aber auch immer rum bei deinen ganzen Grafikeinstellungen, ne? Ja, an den Grafikeinstellungen nicht, aber ich sag's mal ja, so. Ja, ich meine jetzt die Aufnahme oder FPS und... Nee, ich hab halt, ich war heute früher daheim, hab mich mit einem Bekannten so über Grafikkarten unterhalten und hab ich mir gedacht, ach, guckst du nochmal, was du rausholen kannst, ne? Hab die Voltage ein bisschen angehoben und ja, wollte einfach mal rumtesten, Benchmarks laufen lassen und sie lief eigentlich die ganze Zeit stabil, zumindest in Benchmarks, aber jetzt weiß ich, dass ich von einem Dilo angegriffen werde. Boah, ey, ganz ehrlich, wenn das Ding, ich baue das ein und das funzt und ich schraub da eigentlich nie groß dran rum, das... Ach, normal passt, schon. Passt mir vollkommen. Ich bin auch so ein Grafikfetischist, also ich muss nicht das ultra krasseste rausholen, weil wozu? Also ich sag's mal so ein bisschen so, über... So krass kann es doch teilweise eh noch nicht wiedergegeben werden. Naja, Ark läuft immer noch nicht mit 60 FPS, ne? Ja. Gut, das liegt aber auch an Ark selber, weil beispielsweise Doom, das rennt mir, wenn ich das V-Sync auslasse, stellenweise mit 140 FPS. Und du weißt, wie geil Doom aussieht, das Neue. Ja, ich habe schon ein Video gesehen, ich wollte ja die Open Beta zocken. Wurde mir auch noch angezeigt, aber war natürlich schon abgelaufen. Ich dachte, probier's trotzdem mal. Aber jetzt extra kaufen, weiß ich nicht. Ich denke, da ist mir das dann vielleicht ein bisschen zu teuer irgendwie. Für nur so einen Shooter. Naja. So viel Kohle finde ich schon krass. So teuer war es nicht. Also was habe ich bezahlt? Ich weiß es gar nicht. 20 Euro. Echt? Ich dachte, es wäre auch so um die 50 Euro das Spiel. Ja, du musst nur wissen wo, ne? Klar, Ja. OGA oder wie die Seite heißt. Genau. Da hole ich übrigens auch immer meine Keys. Also da war es am Release-Tag relativ günstig. Ne? Das ist natürlich nice, weil alles andere, das dauert ein paar Tage, bis das dann runtergeht. Mhm. Also es sei denn, es steht so auf richtige Boxen mit viel Inhalt und so. Ja, das hole ich mir aber eigentlich bei Spielen weniger. Ich hole mir das dann dafür bei Musikalben, wenn da so eine Box rauskommt mit... Hey. Ich habe auch nicht gegen Boxen, aber gerade bei Ark, ne, soll ich jetzt warten, bis sie das Spiel richtig launchen? Ja, nee, das ist klar. Da bei kannst Games du noch ist mir das mittlerweile auch gar nicht mehr so wichtig. Ja, Konsolengames schon. Ja gut, Konsolengames ist was anderes, da gehe ich mit. Also ich habe im Moment auf der Wii U zum Beispiel wirklich nur Mario Kart 8 und Splatoon. Alles andere habe ich hier schön in Box und du weißt ja, dass ich so gerne sammle, ne? Ja, ich habe das ja früher auch. Aber ich bin dann irgendwann doch in einem Zeitalter angekommen, wo ich dann gesagt habe, bei Spielen ist unnütz, weil du hast bei Steam deine Bibliothek oder bei Uplay, wo ich auch viele Spiele spiele, sodass du das in den Boxen eigentlich nicht mehr brauchst. Wobei bei Assassin's Creed kriegst du ja immer coole Gimmicks dazu. Ja, nur da kommt wieder, Ubisoft lässt sich den Scheiß gerne reich, redlich bezahlen. Ja, auf jeden Fall, da bezahlst du natürlich ganz stolze Preise wieder. Wir haben sie jetzt gesagt, wenn du Watch Dogs, wenn du wirklich alle Gimmicks haben willst, ne, musst du knapp 500 Euro ausgeben, weil dann musst du dir ungefähr, ich glaube, es waren 3 verschiedene Versionen kaufen und, ne, bist du bei fast 500 Euro, wenn du wirklich alles haben willst. Ja, das ist viel zu viel. Ja, die teuerste kostet, glaube ich, irgendwas mit 180 Euro, da ist mit Figur und dies und schieß mich tot. Habe ich dir eigentlich schon Brustpanzer gebaut? Ja, es ging nur noch um die Hosen, ne? Hose fehlt mir noch, genau. Gut. Wir haben jetzt mittlerweile so viel Metall. Ich gehe jetzt noch einmal zurück. Ich hätte vielleicht sagen sollen, dass ich hier unten Holz hinwerfe nebenbei. Oh. Ja, das sagst du jetzt. Also deine Metallrüstung liegt dann jetzt auch bereit. So, Agi, du darfst dich jetzt irgendwo hinchillen. Ich laufe zurück. Mache ich den Anki noch einmal voll und komme nochmal mit dem Haufen Metall zurück. So. Ja, ich sammle unten das Holz mal ein. So, jetzt auch hier irgendwie heile runterzukommen. Aber ich sag's mal so, weil du eben gesagt hast, warum ich so viel rumschraub. Ich sehe gerade, es hat ungefähr 5 FPS gemacht bei dem Game, ne? 5 FPS, ja, okay, aber...
Ja, wenn du gerade so mit 30, 35 rumkrebst, ne? Dann hast du 40, 45 manchmal. Das ist schon ein Ist natürlich Unterschied. schon mehr, ja, aber kommt ja auch ein Zeitpunkt, wo sich das dann nicht mehr relativiert. Ne, also wie gesagt, das ist eigentlich wirklich nur bei dem Game, weil, ne? Und doch noch bei Rising World. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es sind halt Early Access Spiele, das, ja. Ich sage, DayZ kriegst du bis heute noch nicht zum flüssig laufen. Es sei denn, du hast vier 980er drin oder so ähnlich, ne? Ich bin auch mittlerweile von DayZ sowas von weg. Oh, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Nee, dass ich es mir überhaupt hole. Ich dachte immer, ja, ist ein cooles Projekt und alles, aber. War es auch, nur mittlerweile ist es nur noch voll mit Hackern Ja, und und wirklich mit stabil läuft es Bugs. immer noch nicht. Ja, genau. Ich kletter jetzt mal diese Leiter da hoch. Ich bin oben, aber ich kletter jetzt ganz vorsichtig diese Leiter runter, bombtot. Ja. Und vor allem, Da. wäre es ja kein Permadeath, wäre es ja nicht so schlimm. Aber wenn du stirbst, bist du tot. Darfst du wieder zurückrennen, deine Leiche suchen. Das Aber ist wer weiß, wo du zum spawnst. Beispiel bei diesen ganzen Early Access Spielen. Mann, was ist denn das? Du sollst da reingehen hier. So, jetzt ist das, muss man halt wahrscheinlich auch immer wirklich ein bisschen gucken, wie lange sich das dann hält. Weil ich glaube, da gibt es auch viele, die dann sozusagen die Zeche prellen, dann nicht weiterentwickeln, ne, und weg sind. Gab's dann auch schon, na gut. Da Gab's auch kennt. was bei was ganz Bekanntem? Ich weiß gar nicht mehr, das war auch so Art Minecraft. Ich weiß es gar nicht mehr. Was ich aber weiß ist, Ark ist fast fertig, ne? Also so ist das ja nicht. Ja, das stimmt. Beispiel, was ich auch noch hab, ist das Empyrion. Da kommt ja jede Woche mindestens ein Patch. Also die sind auch noch fleißig dabei. Was habe ich denn sonst noch so Early Access? Weiß ich jetzt gar nicht. Boah, na hier, The Forest habe ich halt. Das ist auch relativ aktuell geblieben. Immer noch. Also, ich glaube, alle 15 Tage, jetzt ist es zum Schluss, wo ich das noch gezockt hatte, immer auch mal ausgefallen. Aber das kann auch an den Feiertagen liegen, die dann manchmal da sind, ne? Ja, erstens das und ne, man kann nicht jede Woche, ne? Weiß auch nicht, na, irgendwann war es ausgelutscht bei The Forest, ist halt manchmal so. Gut, das hier Boah. könnte auch schon längst ausgelutscht sein, aber wir sind ja immer noch nicht so wirklich im Endgame-Content, ne? Das ist das Schlimmste daran. Ja, also bei The Forest ist es auch so, dass du das teilweise irgendwann gar nicht mehr richtig schaffen kannst. Mit den kompletten Gegnern da. Es ist ein riesengroßes Farm bei The Forest. Noch schlimmer als sonst. Na gut, hier ist es auch schon ganz schön farm. Naja, aber da Gut, fand ich aber es echt noch schlimmer, muss ich sagen. hier muss man doch auch sagen, es ist halt ein Online-Spiel, ne? Da ist das mit dem Farm ja jetzt nicht, sagen wir es mal so, jetzt nicht ganz so tragisch. Weil in solchen Online-Spielen verbringst du sowieso einen Haufen Zeit. Deswegen bin ich ja so froh, dass man die Server anpassen kann, ne? Ja, und ich habe das bei The Division gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte hier in dem Let's Play. Mich störte einfach, dass man zu viel Zeit investieren muss, um gute Items zu bekommen. Also es geht nur noch darum, wer hat die besseren Items. Klar, das ist auch eine Art RPG. Wollte ich gerade sagen, also hast du mal WoW gespielt? Nee, ja, ich weiß. Soll so ein Spiel sein, aber ich sehe das, akzeptiere das auch, aber ich habe jetzt dann für mich gesagt, gut, dann spiele ich es eben jetzt nicht mehr so häufig. Weil ich Aber dann nicht den halben kriegst. Tag Zeit habe dafür, weißt du? Und dann machst du einmal so eine Mission, kriegst du nur Sachen. Also die geht dann schon eine Stunde. Oder über eine Stunde manchmal, so eine Mission. Und dann kriegst du Sachen, ja, die hast du schon oder brauchst du nicht. Und das finde ich dann irgendwie ein bisschen. Da muss ich sagen, das war bei Dings damals bei WoW ganz schlimm. Vor allem später, als sie diese Random Dungeons eingeführt haben oder Random Raids, wurde es mit einer wildfremden Truppe zusammengewürfelt und ja, macht mal Raids. Bei den einfacheren ging's noch. Ärgerlich ist nur, wenn der Gegner dann gelegt war und dann, ne? Ja. Sagen wir mal, ein Stoffi würfelt Bedarf auf eine Kettenrüstung, ne? Wo ich mir dann denke, du kannst die eh nicht tragen. Warum willst du die jetzt unbedingt haben, obwohl die gerade perfekt in mein Set passt und mir das Scheißding noch fehlt? Ja, das ist auch so bei dem Division. Also nach wie vor ist es natürlich ein sehr geiles Konzept, was die da haben, aber. Ich meine, klar, Shooter mit RPG-Elementen, aber man hat schon wieder fast mit RPG übertrieben.
kann man schon sagen, also die Shooter-Skills, die sind da völlig irrelevant. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass deine persönlichen Skills nicht mit berücksichtigt werden. Es gewinnt einfach immer nur Wer die der besten Items hat. ja die besten Werte, beste Ausrüstung, Waffenwerte hat im Inventar. So am Rande, was sagt denn eigentlich die Zeit? Nicht, dass wir zumindest bei dir komplett überziehen. Ja, wir haben jetzt 10 Minuten länger gemacht als normal, das ist schon mal okay. Okay, also ich habe jetzt 10 Minuten auf der Uhr. Ich würde sagen, wie gesagt, wollt ihr die komplette Folge sehen von Anfang an vor meinem Crash? Dann schaut bei Danger zu vorbei, wie immer. Und natürlich sage ich auch wie immer, ich sage zu oft wie immer, gehabt euch wohl und Haut drin, tschüss. bis dahin. Tschüss.